Irgendwie ein bisschen, na, ich weiß nicht, so nach Sumpfland aus. Na, naja, naja. Und da hier direkt wieder ein Schatz ist, der natürlich nicht unentdeckt bleiben will, holen wir uns den gleich. So, hier ist natürlich wieder kein Pferd. Das heißt, ich darf wieder laufen. Und zwar diesmal keine Nebenmission. Oh, da gibt es noch eine. Die wird natürlich als allererstes mal hier gemacht. Und mit etwas Glück habe ich dann Pferd und so. Und hier ist noch ein Schatz. Und dann kann ich den letzten Aussichtspunkt machen. Dann hole ich mir auch extra ein Pferd dafür und alles. So, kürzester Weg. Oh, der angelt. Ups. Ach ja, immer wieder witzig. Alter, wie der kraulen kann, das ist ja heftig. Okay. Ach so, unsichtbare Wand, cool. Ach ja, cool. Die Abkürzung hat es doch mal gebracht. Wir sind fast da. Da ist ein Pferd. Das kann ich mir dann auf dem Rückweg holen. Und ich habe gerade einen Leck. So. Ach, den wollte ich eigentlich umnieten, aber gut. Nein, zurück! Halt! Ey! Arschloch. Edle Preise für edle Waren. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Oh, der hat keine Maske auf. Hatte ja der in der Heimatstadt. Na, was gibt's? Man sagt, dass ihr oft einfachen Bürgern helft. Dürfte ich euch bitten, meinem ehebrechenden Trottel von Ehemann etwas Anstand einzuprügeln? Wie die Frauen immer wollen, dass hier die Kerle verprügeln, ihre Männer. Akzeptieren wir natürlich. Jetzt muss ich nur aufpassen. Der kriegt bestimmt wieder Unterstützung. Muss ich da gleich wieder 3, 4 verprügeln. Aber für Ezio ist das ja kein Problem. Nicht der Oh, das ist so hoch. Typ. So. Aber das klingt schon wieder nach so einem Betrunkenen. Die. Mit denen habe ich ja schon im ersten Teil Freundschaft geschlossen, sag ich mal. Die habe ich ja ganz lieb. Ganz doll lieb. Ach, jetzt muss ich den wieder finden hier, ne? Da haben wir ihn ja. Oh, erst bei der Frau eine geknallt. Oh Mann, ey. Alter, jetzt müssen die natürlich mich wieder nerven. Alter, ich muss aufpassen, dass ich die nicht kill. Alter, jetzt haut er auch noch ab. Schön hier geblieben. Ah! Alter, der war penetrant. Geht doch. Ja, sie hatte recht. Ich bin ein Scheißkerl. Ich gehe nach Hause. Oh ja. Was ist denn das für ein Knecht? Seine Stimme ist irgendwie so ein bisschen. Ja. Wie ein Frosch. Ja, Frösche haben keine Stimme. Ich weiß trotzdem, wie Frösche klingen. Verdammt, und ich drücke hier die ganze Zeit die falsche Taste und wundere mich, warum nichts passiert. Nochmal 2,5. 17.000 haben wir jetzt schon. Alter, wir können uns so richtig geil viel. Einen schicken Double Kill und die Kiste gehört uns. Nochmal 500.
Ich glaube, bevor es mit der nächsten Hauptquest so weitergeht, sozusagen, werde ich, Moment. Okay, ist oben auf dem Dach. Nein, bevor ich das mache, werde ich nochmal zurück nach Monteregioni kehren. Nochmal zurückkehren nach Monteregioni. Und mir alle möglichen Upgrades kaufen. So. Das zu euch. Ach ja. Und ich gehe nochmal ganz kurz zum Pinsler. Zum Pinsler. Genau, ich gehe zum Pinsler. Um Gottes Willen, das ist aber auch hier manchmal mein Deutsch. So, da ist der Maler. So, Schatzkarten. Folio Romanaga. Die habe ich alle, Gemälde. Das bringt doch bestimmt ordentlich was ein. Kostet zwar 14.000, aber jetzt gerade haben wir es also, warum nicht? Ja, die Konter mit der Klinge sind echt ein bisschen heftig. Die sind so sofort tödlich. Aber ich find's geil, also warum nicht? Oh. Wow. Alter, ich hatte gerade fast auf null. Und hab jetzt schon wieder fast voll. So. Wie geil ist das denn? Ich kann ihm das Geld auch wieder klauen. Nice. Nice, nice. Hä, ich hab gar keinen Bekanntheitsgrad. Da ist er. Ihr gewinnt. Ciao. Bitte, lass mich. So. Jetzt bin ich hier wieder inkognito. Inkognito. Oh. Ab durch die Leichen. Ja, das Blut ist ziemlich rutschig. Von denen kann man mal drauf ausrutschen. Das passiert mal so. Ich glaube, an dem jetzigen Aussichtspunkt ist auch das nächste, die nächste Glyphe. Können wir gleich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Da war was falsch dran. Da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So klingt es auch viel besser. Ezio, hier drüben. Ja, ja, ist ja gut. Ach, da kann er nicht. Das fährt nicht hoch. Ja, ist ja gut, Leonardo, ist ja gut. So, ich bin zumindest der Meinung, dass das hier direkt dran war, irgendwo. Da, da haben wir es doch. Jawohl, ja. Das haben wir doch direkt. Na, was kommt diesmal für ein Rätsel? Oh, kommt nicht mal Text von ihm. Edison, Archiv. Zugriff verweigert, war klar. Vier gleich eins. Das heißt, das ist zwei.
Das ist 8. Und die 7 ist 0. Hä? 4 gleich 1. Oder ist das so gemeint? Hä? Nee, Moment. 1. 7 ist 0. Nee, dann bleibt das ja gleich. 7 ist 0. 8 ist 1. 9 ist 2. 7 ist 4. 4 ist 1. 1 ist 8. Und 9 ist das da, ne? 9 ist 6. Dann muss das so rum sein. Auch falsch. Alter, 4 gleich 1. Hab ich hier. Sieben ist 0. 8 ist 1. 1 ist 4. Und 9 ist 2. Jetzt. Ah, Mann. Jetzt könnt ihr euch wieder von mir was anhören. Werter Mr. Morgan, eine dringende Angelegenheit hat meine Aufmerksamkeit erregt. Nikola Tesla plant ES4 zu benutzen, um ein Informationsnetzwerk über die ganze Welt zu errichten. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, will er jemanden den Zugang dazu gratis gewähren. Stellen Sie sich vor, wie die Massen Wissen ohne Verzögerung untereinander austauschen. Es würde alles, was wir planen, noch schwieriger machen. Sie müssen sofort alle Geldmittel für diese Experimente einfrieren. Falls Sie kalte Füße bekommen, informiere ich Sie, dass er auch die Elektrizität gratis anbieten will, was uns aus dem Geschäft drängen würde. Ich habe bereits begonnen, Tesla in der Presse zu verleugnen. Verteilen Sie einfach sein Budget um und ich kümmere mich selbst um ES4. Hochachtungsvoll, Thomas Edison. Okay. Edison baut einen elektrischen Stuhl, um die Gefahren des... Edison beweist die tödliche Wirkung von Wechselstrom mit Aufnahmen. Okay, Aufnahmen. Oh nein, Elefanti! Er wollte, dass alle das Geheimnis kennen. Uns alle befreien. Sie nutzten es, um ihn in den Wahn zu treiben. Ford-Archiv. Zugriff verweigert. Okay. Was haben wir hier? Irgendwo. Was? Muss ich mal kurz hier ein bisschen durchgucken. 2. Okay, was ist mit 2? Da! 2 ist das der Strich mit 2. Wo ich gerade voll dran vorbeigesegelt bin. Und schon wieder, das gibt es nicht. Ah, kann man nicht genau? Doch. Doch, jetzt. So. Jetzt haben wir es. Also, 1 ist 2 Strich mit einem Punkt. So, 3 ist nichts. Ja. Okay, nichts geht nicht. 2 Striche, 2 Punkte. Ist die 2. Ah, okay, Moment.